In der Gruppe E ist Spanien sicherlich der klare Favorit. Ansonsten Polen, Schweden und Slowakei sind alles Überraschungsteams, die durchaus auch dazu in der Lage sind, die Großen zu ärgern. Aber auf dem Papier sollte es für Sergio Ramos und Co. eigentlich der Gruppensieg werden und dann im Endeffekt der sichere Einzug in die K.O.-Phase. Aber dazu muss erstmal dieses erste Spiel gewonnen werden, eben Spanien gegen Schweden. Springen wir in die Partie an diesem Montagabend. Spanien legte direkt mal los, wollte nicht lange rumplänkeln. Schweden in der Defensive natürlich stark gefordert. Und mitunter dann überfordert. 14. Minute, Alvaro Morata mit dem 1:0 für Spanien. Die Freude war groß. Heimspiel in Sevilla. Und das vollkommen verdiente frühe 1:0, keine Viertelstunde gespielt für die Gastgeber. Eigentlich ein Knäuel an Schwedenspielern da in der Defensive, wenn sich keiner richtig zu Morata bewegt. Ja, da ist einer dran, aber eben auch nur unzulänglich. Dann geht es relativ einfach. Die Klasse von Morata muss man auch erstmal haben, den aus der Drehung so zu versenken. Olsen ist dann im Endeffekt vollkommen chancenlos. Weiterhin nur Spanien. Marcos Alonso, Thiago raus zu Navas. Die Flanke hat es ordentlich in sich und wieder Morata. Steht hier kurz vor dem Doppelpack. Bringt den Ball dann aber nicht flach genug aufs Tor. Hat eben auch den Gegnerdruck. Helander verteidigt das in der Szene ziemlich gut. Wieder Spanien. Llorente. Morata. Ja, es hätte schon das 2:0 fallen müssen. Morata hatte wirklich etliche Torsituationen. Das ist richtig guter Fußball, der hier von den Spaniern angeboten wird. Vielleicht nicht der haushohe Top-Favorit in diesem Turnier, aber sie bieten mal wieder eine unglaubliche 11 plus X auf. Also das ist definitiv nicht zu unterschätzen und sollte man sich im Hinterkopf behalten. Thiago, jetzt immer noch nicht das 2:0. 43. Spielminute über die Außen, über die Zentrale. Es war ein sehr vielseitiges Spiel der Spanier. Das ging so ganz gut, weil die Schweden aber auch relativ viel zuließen. Nach 45 Minuten dann das 1:0. Der ein oder andere Treffer wäre hier sicherlich sonst auch mehr noch drin gewesen. Aber Spanien ließ sich nicht beirren von dieser schwachen Chancenverwertung, machte weiter. Morata. Und solche Dinger macht er dann. 2:0, 50. Minute. Mit der Vorentscheidung. Zu gut, zu stark, zu überlegen. Ja, die Schweden haben Comebacker-Qualitäten, aber schmerzlichst vermisst vor allem Zlatan Ibrahimovic in der Spitze, der für besondere Momente sorgen kann. Er fehlte eben und Morata war auch dann unter dem Strich zu gut drauf. 2:0, also nach 50 Minuten, trudelte ein bisschen aus dieses Spiel. Ferran Torres raus zu Jordi Alba. Lindelöf verschätzt sich. Morata aus Spitzenwinkel stand dann aber auch im Abseits. Somit alles in Ordnung. Weiterhin 2:0. Und Schweden drückte zumindest nochmal auf den Anschluss. Augustinsson. Ludwig Augustinsson, der Mann vom SV Werder Bremen. Und da wäre dann auch fast das 2:1 gewesen. Alexander Isak. Da vorne mit Markus Berg in der Spitze lange Zeit unsichtbar gewesen, aber sie wurden auch eben nicht in Szene gesetzt. Hier fehlte nicht wirklich viel und dann hätte es vielleicht nochmal spannend werden können. So blieb es beim 2:0, das nach 90 Minuten auch vollkommen in Ordnung geht. Sehr überzeugender Auftritt von Spanien und die Schweden. Sie müssen dann gucken, ob sie gegen die Polen oder die Slowaken ihre Punkte einfahren. Das war heute eher nichts.